Warte mal, was habe ich noch? Ich habe nur noch 22 Dreckblock. Mann, ich komm. Alter! Junge, wenn du da oben im Mond bist, da ist die Schwerkraft voll weird. Da musst du mal mit einem Slime hoch. Du denkst, du fliegst. Komisch, ne? Ich find's Alt. Cool. Aber ich will echt fliegen können. Das wäre schon sau cool, Mann. Ey, das wäre voll gut. Da haben wir voll den Vorteil gegen Bosse. Hallo, stell mal vor, wir fliegen so herum über den Boss. Da kann uns der Boss nichts mehr anhaben, weil wir jetzt auch fliegen. Allgemein, das bringt doch immer was. Ja, Mann, die Federn fliegen immer runter, Mann. Ich habe keine Lust. Wenn man so richtig... Aber ich frag mich, kann man so nur so runtergleiten oder kann man so richtig fliegen? Bestimmt richtig wenn fliegen, man, ja. Denk schon. Wenn man so richtig fliegen kann, das wäre übelst cool. Ja, da steht, das ist ja auch nicht umsonst. Das ist schon schwierig zu machen, von daher denke ich schon, dass das richtige Fliegen ist. Nicht sowas wie diese Raketenstiefel. Warum immer so ein wenig seitwärts runter? Wer find ich so besser? Und an sich, ich weiß auch gar nicht, was noch cooler ist. Jetzt, bis jetzt ist erstmal nur das Fliegen geil, ne? Mhm. Sonst? So. Wie viele Federn hast du überhaupt? Du müsstest auch welche vier, haben, oder? Ja, 4, 5 oder so habe ich. Ich weiß nicht mal, von wo ich Federn bekomme. Ich hab's die einfach gefunden. Harpien. Echt? Die Droppen's? Ja. Droppen bei... Ah, echt? Ja, wusste ich gar nicht, glaube ich. Bei mir waren gerade eben 3 Harpiens. Oh, hoffentlich finden wir mal so eine Wolke, weil die Chests sind da voll OP manchmal. Ohne Scheiß, wenn wir fliegen könnten, dann wird es schon ein Vorteil. Ja, da könnten wir auch die Wolken übelst leicht finden. Wie wär's, wenn wir einfach nur so viele Harpien und so weiter töten, bis wir dann die Flügel haben? Wir brauchen doch nicht nur Federn, wir brauchen doch auch noch Seele der Nacht, Seele des Lichts und so weiter. Also Federn und Flugbrumm auf jeden Fall, das ist schon mal klar. Aber Seele des Flugs. Wie kriegt man die überhaupt? Seele des Flugs. Da brauchen wir auch von den Leuten, oder? Weiß keine Ahnung, hast du schon gedroppt bekommen? Nö, ich hab 5 Stück davon. Vielleicht von diesem fairen Boss da, der 10.000 Leben oder so hat. Kann von diesem einen, der sehr fair ist. Vielleicht kriegt man es von dem. Oh, der ist ja echt sehr fair. Ich hab ihn wieder. Apropos, dann rede ich einmal über den, schon kommt der, Alter. Der ist halt sehr fair, muss ich mal an der Stelle loswerden. Ja, der ist sehr fair. Der fliegt einfach durch mich durch und macht Damage. Sehr fairer Gegner. Okay, ich habe keinen Dreckblock mehr. Nein, Alter, das war so low HP. Der hatte locker nur 50 Leben oder so. Mann. Ach, egal. Ja, der kommt natürlich zu mir, ist ja klar. Der ist sehr low. Oder hat er sich wieder voll geheilt? Nö, der ist low. Ja, der droppt Seele des Flugs. Direkt 5-mal. Cool. Das heißt, wir müssen den einfach nur töten. Einfach? Der, so einfach ist er jetzt auch nicht. Ja, aber es ist einfach zu bekommen. Okay, das Ding. Der ist einfacher. Ja, Alkan, du musst mir helfen. Wir gehen nach links lang, erstmal. Wieso nach links? Weil wir nach links erstmal gehen. Weil es so ist. Nee, ganz sicher nicht. Also, hast du links schon irgendwas gefunden? Nee, aber komm.
Da ist nochmal dieser Wurm, komm. Komm, lass den töten. Ja, ja, natürlich. Genau wo ich in der Luft bin, in diesem Scheißding. Der muss einmal der schon mal 1000 reingehen, weniger. Ich, wenn er einmal in mich reingeht, dann verliert er übelst die Damage. Weil mein Ding macht Rapid Fire. Aber ich sterb halt, das ist das Problem. Ich lebe mal kurz darauf, dass ich mich drängen kann. Natürlich hittet er mich auch in der Luft. Kann ja nur fliegen, der Typ. Hey, der soll mal auf mich kommen, Mann. Warte mal, ich muss heilen. So. Ist Flug 6. So. Okay, der droppt jetzt. Da schieße ich 6 und 14. Soll ich einfach weiterbauen? So ja, wir müssen jetzt in eine Richtung gehen. Hey, cool, unter mir war Wasser. Cool. Und hier ist Sandsturm. Lo, Feder, ist... Feder, Feder, Feder. Hier ist voll der klasse Sandsturm. Und da kam voll der... Da kam irgend so ein Gegner, das habe ich nicht mal gesehen und das hat mir Damage gemacht. Warte mal, du hast doch gesagt, es gibt irgend so ein Sandgegner, das du gar nicht siehst und das macht sau viel Damage. Ja, Sandhaie. Echt jetzt? Das habe ich gerade gesehen. Das ist ein Sandhai. Ist ja natürlich ein fairer Gegner. Hey, ich habe den Fall gar nicht gesehen. Das kam mir so vor, als wäre es ein Bug, der Typ. Ja, das ist halt der ein Sandhai, ne? Der hat mich so kurz gehittet und der ist sofort verschwunden. Hey, und wie willst du den besiegen? Gar nicht. Das ist halt ein Sandhai. Willst du gar nicht besiegen? Geht nicht. Den kannst du nicht besiegen. Unmöglich. Bossgegner kommen. Das sind ja auch normale Gegner. Ist ja klar. Ohne Scheiß, seitdem der Hartmut anfängt, da ist es schon heftig geworden. Ja. Aber ich habe jetzt, glaube ich, genug Federn für mich zumindest. Für die Flügeln. In wie viel braucht man denn? 10. Wahnsinn. Echt? 10? 10 Federn. Achso. Ja, habe ich auch. Aber da müssen wir nur noch diese Lindwurm töten. Lindwurm und was noch? Als ob wir nun den töten müssen. Ja, nee, ich meine für Flug, Smoan dann. Also dann ich meine in der Luft Seele jetzt. Und so weiter töten. Also das Einzige, was wir jetzt noch in der Luft machen müssen. So, und dann muss man noch Seele des Eierlochs finden. Ich weiß aber nicht, ob wir in der richtigen Ebene sind. Kann auch sein, dass wir ein bisschen tiefer müssen. Ja, dann ich springe runter und dann fliege ich da hoch. Hey, wie fliegst du hoch? Ich erkunde immer diese schwarzen Dinger dann. Oh, ich bin auch gefallen, fuck. Nö, ich bin nicht gefallen, ich bin extra untergesprungen. Ich bin wirklich gefallen. Ich gucke immer so die schwarzen Dinger, was wir noch nicht angeguckt haben. Stimmt, das könnte ich mal an der rechten Seite machen, da habe ich nämlich so viel gebaut. Das könnten wir da mal gucken, wenn du willst. Ja, aber das Problem ist jetzt, dass du... Und da ist ja, auch stimmt. Kein Sandsturm. Da ist auch kein Sandsturm. Das. Ey, da ist ja wirklich nichts erkundet worden. Bei dir. Wo? Rechts. Das siehst du ja auch gar nicht, weil du mit mir nie rechts gelaufen bist. Feder, wenn du willst, da links. Leine. Okay, willst du hier schon runterspringen irgendwo? Willst du hier schon? Okay, dann geh da runter. Ich laufe mal weiter ein bisschen. Ist da Seele des Wurms? Ich spring mal hier ab jetzt. Okay, da war auch nix. Jetzt müssen wir so Löcher reingraben und ganz halt vom Himmel springen wie Allahu Akbar. Was sagst du dazu? Warte mal, der Kompass sagt uns doch No Treasure nearby.
Echt? Der sagt uns, wenn eine Tresur in unserer Nähe ist. Scheinbar. Ich hoffe es mal, dass es stimmt. Hast du überhaupt das gerade aktiviert, dein Ding? Überhaupt aktiviert? Soll ich ein bisschen seitwärts runterbauen? Oder geradeaus? Da ist eine Wolke rechts. Ach so, ich dachte oben. Komm, weiter, bau weiter. Echt? Ich sehe die gar nicht. Ich schon. Siehst du jetzt? Lol, ja. Lol, hey. Lol, Sonnenchest. Sky Mill used for special crafting. Mann, beschütz mich mal. Mach die Tür einfach zu. Ja, okay, bis jetzt ist da nichts krasses jetzt. Vergrößert die Sprunghöhe. Hier, Ballon, aber. Ein Ballon. Schade. Ja, ich guck das für Special Crafting da, Dings. Vergrößert. Was hast du denn noch bekommen nochmal? So ein Sky Mill oder so. Guck ich da mal ein Tutorial, geil, aber lass das mal weitergehen, oder? Ja, gleich. Ding. Also ist das hier die richtige Ebene oder ist das immer unterschiedlich? Ach, keine Ahnung. Mann! Und wo kommen die? So, warte. Sky Mill. Kann platziert werden. Achso, das kann man platzieren. Achso, das ist wahrscheinlich wie sowas wie. Wo man die Flügel vielleicht machen kann, oder? Das könnte sein. Ja, haben wir schon mal jetzt, ne? Mhm. Okay, den müssen wir töten, jawohl. Komm, du Hurensohn. Auf dich habe ich gewartet. Ah, ich bin defensiv. Ja, natürlich geht der zum Auf. Alter, immer wo ich hinlaufe, rennt der Arm rein. Junge, verpiss dich doch, du Scheißvieh. Mir hat er nicht mal einen Damage gemacht. Ja, der geht ja auch ganz gut auf mich. Ja, weil du am meisten Damage machst vielleicht. Okay, ne, fick dich, du Scheißvieh. Seht ihr des Flugs 10 Stück? Ich habe jetzt 20 davon. Okay. Ich glaube, das reicht für mich sogar. So, springst du gerade runter? Ja. So, du willst nachgucken, was du machen kannst mit diesem Ding, oder? Achso, nee, das ist ja platzierbar. Ich will gucken, so, ob ich jetzt genug habe von denen. So. Junge, das Auge ist ja richtig nice. Damit kann man ja auch richtig schön schweben eigentlich, wenn man noch einen Königsschleim hat. Mit was? Das Auge da, ich hab das irgendwie so als richtig geile Treppe benutzt. Konnte damit so ungefähr schweben. Ja, Eiselemental, du machst 90 Damage, ist ja klar. So, Tutorial Guy, was geht, Bro? Komm her, du Hurensohn, Alter. Aber man kann auch bestimmt auch gucken, ob für was das ist, oder? Nee, du kannst nur Material platzieren. Gut, Federn. 10 Feder, Seele der Nacht 25 oder 25 Seele des Lichts. Gut, wir müssen jetzt eigentlich nur noch in Höhlen rein. Let's go. Nein! Ah, fuck you. Nein, ich nicht. Ich muss nur Seele des Scheiße finden. Wie viel denn? So. Da ist er doch! Als ob.
Ja, genau. Guck mal, der verfolgt mich, selbst wenn ich tot schon bin. Selbst wenn ich tot schon bin, verfolgt mich. Der ist low. Ich weiß, den habe ich auch komplett ganzheitlich gehittet, wie so ein Hurensohn. Und dann Da kommt so ist ein das Ding. scheiß Missgeburt, Wenn du wie viel hast du willst. bekommen? 7, willst du? Ja, drop mal 7. Kannst du es Nee, überhaupt gib droppen, mir das Bescheid? ganze Zeug und ich crafte dir auch eine. So, wir müssen das mal zusammen. Lass es zusammen tun, gib her. Wie viel hast du denn jetzt? Du musst mir jetzt auch noch die Federn geben. Hey, ich habe Ja, nur wieso? 33. Ja, ich habe ja auch nur 6, habe ich gesagt. Hey, du hattest doch 14. Nein, 6? Obwohl, warte, ich glaube, ich hatte noch in meinem Treasure was. Du hast mir doch gesagt, dass du 14 hattest. Denn da habe ich es in meinen Treasure gelegt, oder? Ah, Treasure. Ah ja, ich habe hier noch 10. Hier. Wo ist das? So. Und Feder musst du mir auch geben. Also, wie viel braucht man nochmal? Ne, gib einfach jetzt alle, was du hast. So? Ja, So, reicht. nee. Nein. Was machst du da eigentlich jetzt ohne Witz? Ich spring runter. Wieso auch immer. Ich runterspringe. Was? Ja, was denn? Keine Ahnung, wie ich gestorben bin. Ich habe hier, glaube ich, eine Seele nachts gesehen. Wie siehst du es überhaupt? Von wo kriegt man das? Ich check immer noch nicht, von wo man das kriegt. Das kriegt man zwar von so, Hä? Alter. Komme Ah, ich okay, ich weiß, jetzt? von wem man die kriegt. Seele der Nacht. Von wem denn? Seelenfresser musst du töten, ne? Ja, und die sind halt nur nachts da. Echt jetzt? Ey, die sind doch auch in den Höhlen, oder nicht? Ah, schon wieder Seele der Nacht. Verpiss dich, Das du sind dumme von Kackwurm. Finsterkreaturen steht da. Ich muss einfach nur finstere Kreaturen töten. Ja, kann auch sein. Ey, was ist das denn? Hey. Oder soll der noch Chamber? Warte Da mal, ist das auch war eine gar. Seele der Nacht, wenn du das siehst rechts. Sogar Ja, zweimal. zwei sogar. Da ist Lava. Kriegst du gar keinen. Kriegst du Schaden? Lol, als ob man da keinen Schaden bekommt. Ja, genau, ist da. Aber. Fuck, wir haben sie nicht gerettet. Wen? Da war eine Frau, die hat mal retten können. Lol. Die habe ich gerade erst jetzt gesehen und dann stirbt sie natürlich. Ja, ein Fluchhammer! Der macht viel Damage, aber ist schwach. Trotzdem. Jetzt findet man auf einmal gar keine Viecher mehr von denen, oder? Doch, Ah, doch. Seele der Nacht. Ist das neu? Ja, nein. Das ist Saphirgrau, nicht? Das Scheiß habe ich schon erkundet. Saphir-Amethyst und so weiter ist scheiße, nur so.
Und außerdem ist gerade Tag geworden, das heißt, wir finden die auch nicht mehr. Schau mal auf die Uhrzeit. Wir müssen jetzt Tagesdinger bekommen. Und wie kriegt man die? Vom Gegner. Tageskreatur wahrscheinlich. Warte, da ist auch noch eine Seele der Nacht. Da oben ist eine Seele der Nacht. Wir geben die unendlich lang hier herum, weil wir die einmal getötet haben und nie aufgesammelt haben. Ich weiß es nicht. Ach, scheiß auf den. Vielleicht spawnen die auch. Weil man Tag des Lichts. Tag der Lichtkacke, da, deine Mama. Wie viel Seele der Nacht hast du jetzt? 4, du? 6. Wie viel brauchen wir nochmal? 20. Für einen. So. Was kann man noch machen eigentlich mit diesen Seele des Flugs? Viel. Du kannst alle möglichen Flüge machen. Drop mal ein paar, dann kann ich gucken. 100 Pixie-Staub. Drop mal eigentlich mit dem Auto. Harpien-Wings. Nö, können wir nicht machen. Butterfly Dust, Bone Fever, Fire Fever, Ice Fever, Broken Bat Wing. Zehn Spectre Bar. Ein Hoverboard. Hold down and jump to hover. Ah, nee. Yeah. Also das, man kann halt einfach nur Flügel damit machen, mehr nicht. Man zählt das nicht. 100 Pixie-Staub hast du wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, was macht man damit bitte? Schmeiß ich immer weg. Hatte locker schon 50 oder so, habe ich immer weggeschmissen. Ja, da hätten wir jetzt Flügel machen können. Nur mit Pixie-Staub. Und mit den Flügel halt und so. Wie jetzt? Mit Seele des Flugs und LOL, Seele der Nacht, dunkle Scherbe, Lichtscherbe, Seele der Nacht, Seele des Lichts und Lichtscherbe und dunkle Scherbe. Damit kann man eine Waffe machen, die 74 Nahkampfschaden hat. Ah, ist mir zu viel, kann ich, keine Ahnung, komm nicht mit, kann's ja nicht sehen. Auf der, braucht was, ey. Arkane Ruhrroll kann platziert werden. Ey, man kann mechanischen Wurm ziemlich leicht holen. Wenn man es mal so sieht jetzt hier. Routine Block. Echt? Ja, doch, die Beschwörer-Items können wir eigentlich relativ leicht machen. Falls wir jemals den Boss wiederholen wollen, die können wir eigentlich relativ leicht machen. Und da ist Willi, was ist das für ein Typ? Der verkauft Scheiße. Hey, Extendo Creep, das wäre so gut. Hey, das macht was? Da steht irgendwas mit Reach, bin zu behindert, um zu lesen. Das heißt, du hast eine höhere Reichweite mit deinen Spitzhacke und so. Wie doch Wayne, Alter. Dann hast du auch eine größere Reichweite allgemein. So, wir doch müssen jetzt auf jeden Fall hier Leute töten.
Lol. Ja. Du weißt doch noch dieses Regenbogengebiet, ne? Ja. Das hat sich vergrößert. Alter, wie groß ist das geworden? Fick meine Oma. Wieso hat das sich jetzt vergrößert? Hä? Wo ist das Sandbiom? Ohne Scheiß. Nach dem Sandbiom kommt doch eigentlich normales Biom und nach normales Biom kommt wieder Sand. Und jetzt ist es nicht mehr so. Lol. Deine Mutter. Wieso vergrößert sich die Kacke? Weil das Spiel sich denkt, Bossgegner sind normale Gegner und das ist halt auch normal. Wahrscheinlich wollen die so, ja, das ganze Gebiet soll nur noch mit Pixie-Staub sein. Ohne Scheiß, wir brauchen Pixie-Staub. Was überhaupt? Ich weiß immer noch nicht, für was. Braucht man Seele des Flugs nur und Pixie-Staub oder was? Was? Brauchen wir nur Pixie-Staub und Seele des Flugs? Und Feder. Das war's, das nennt man's. Echt jetzt? Ja, dann töte einfach ein paar Viecher. Nee, du brauchst aber 100 Pixie-Staub. Du kriegst, glaube ich, pro Down, glaube ich, über 10. Kriegst du über 10, glaube ich. Ja, das Einhorn, das finde ich auf jeden Fall Weltklasse. Ja, das ist easy. Das ist doch easy, Junge. Dein Problem ist doch leicht, der Einhorn, dieses scheiß Einhorn. Was? Bei Ironie. Noch du bist in die Hölle gegangen. Ja, da kann man doch auch Pixie-Gegner töten, hoffe ich mal. Glaube ich mal, hoffe ich. Nee, der hat keinen Pixie-Staub gegeben. Warte, geben die überhaupt Pixie-Staub? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hast du eigentlich ein paar Cuts umgemacht? Ja. Okay, gut. Stell mal vor, das wäre ein ganzer Part die ganze Zeit gewesen. Ja! LOL, ich bin eine Statue! Faire Gegner. Du bist einfach zur Statue gemacht. Und kannst nichts machen. Lebenskristall. Warte, den will ich. Du hast 320, jetzt habe ich dann auch. So. Mann! Wo kommt der Hurensohn jetzt? Elementarchaos, genau. Der ist fair. Mann, hol den Lebenskristall, wenn dann. Achso, den hast du gar nicht. Ja, wie denn? Ich hatte ein volles Inventar und ich konnte nichts machen. Behalt den aber erstmal. Nö, den aktiviere ich jetzt. Wie viel den kann man maximal haben? 400. Wie viel Leben? Plus, wenn du noch Rüstung hast, die dir auch zusätzlich Leben gibt, dann kannst du noch mehr, glaube ich, haben. Aber ich glaube, so höchstens hast du vielleicht 400 irgendwas, so 420, 30 oder so. Mehr ist unmöglich. Unmöglich. Glaube ich mal, hoffe ich, denke ich mal. Ich weiß es halt nicht mehr genau. Damals war es so. Vielleicht haben die es ja auch jetzt erweitert irgendwie oder so, weiß ich nicht. Kommt, machen ja immer noch Updates ab und zu. Dein RPG-Spiel. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz im Inventory. Junge, die normalen Gegner sind zu easy, jetzt mal ohne Witz. Ja, Christa. So easy. Kommen da so Böse, die wir früher gekämpft, gegen die wir früher gekämpft haben. Aber dieses Regenbogengebiet ist sau stark. Wenn ich mal ehrlich bin. Wieso kann ich nichts abbauen? Hallo. Ah, fickt euch doch. Lichtmumie. Vielleicht ja, gibt es nicht Seele des Lichts. Das gibt locker aber nicht. Lol. Da ist ein Pixie. Das muss ein Pixie-Staub haben. Ja, Pixie-Staub. Geben ja, aber nur zwei Stück. Was? Der droppt ja nur zwei. Egal. Immerhin. Ja, jetzt nur noch einmal. Wow.
Na komm, wir müssen jetzt nicht explizit danach farmen. Das sieht aus wie eine Lichtkreatur da hinten links rechts. Ja. Ja, Seele des Lichts. Nice. Das heißt, solche leuchtenden, pinken, leuchtenden Gegner, die droppen Seele des Lichts. Okay. Glaube ich. Willy has departed, Alter, halt's Maul. Okay, ich habe jedes Mal Seele des Lichts bekommen, wenn ich so einen leuchtenden Gegner umgebracht habe. Also der so lila leuchtet. Ja. Es wird wieder Nacht, ich glaube, ich fahre wieder bei Seele des Verderbens oder wie der Typ heißt. Obwohl, ist es 6 Uhr, doch nicht. Ja, Seele des Lichts schon wieder bekommen. Weiß schon gar nicht mal, wer das droppt. Das kann auch, glaube ich, Zufall sein, dass es. Das muss nicht jeder gleich droppen. Geht ja nichts von, wer das droppt. Scheinbar ist es echt Zufall, ob die das auch droppen dann. Ich weiß auf jeden Fall von welchen Gegnern, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht immer 100% scheinbar. Ja, das Zauberschwert ist natürlich fair. Das irgendwie ich hab das ganze Zeit gekämpft, ich konnte es nicht besiegen. Das fliegt nämlich halt um so ein verficktes Arschloch. Ja, es macht natürlich 50 Damage. Aber das droppt auch Seele des Lichts. Also, Alter, ich glaube, alles im Regenbogengebiet ist droppt einfach das und alles, was ja, im Finsternisgebiet ist, ist scheinbar. Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe vergessen, dir dein Herz zu geben, aber ich habe noch eins. Okay. Aha. Seeteufel, genau. Was ist denn das für ein Erz? Hä, so sieht doch nicht Kupfer aus mit dem Flaschen. Scheiß Seeteufel, jetzt verpiss dich. Ah, da ist eine Eisschildkröte, die wahrscheinlich OP ist, oder? Ach du Scheiße, Mann. Komm. So, seht ihr, das Lichts habe ich wieder bekommen. Ich habe jetzt 7 davon nur, immer noch. Und voll wenig. Okay, nochmal Seele des Lichts, nice. Statt dass man irgendwie mehr davon bekommt. Nee, die okay, Seele des Lichts, nice. Die müssen es natürlich so machen, dass es gar kein Schwein bekommt. Da ist auch. Hä, da ist ein. Junge, dieser Hammerslegen. Fickt euch doch mal, ihr Dreckshammer. Also der Flug des Hammers, Flug des Schwerts, deine Mutter, Alter. Okay. Was soll ich hier wegschmeißen? Jetzt mal ohne Witz. Wassereimer. Hab eine Seele der Nacht bekommen. Ja. Mann, wieso kann. Hoffentlich gibt es irgend so ein Item, dass man seine Heiltränke Cooldown verringern kann. Das wäre cool. Hat nämlich keinen Bock, immer eine Minute zu warten. Vor allem nicht bei Bossen, Alter. So. Warte mal. Lebenskristall habe ich du bekommen. Du hast doch irgendwas bekommen, dass man die Flügel craften kann. Wie hieß denn das Item? Mit Feder kannst du es auch machen.
Oder nee, mit der Seele der Nacht oder Seele des Lichts oder sowas. Nee, ich meine, du hast doch sowas von der Wolke bekommen, dass wir das überhaupt craften können. Das ja, Skyhill, glaube ich. So. Ich weiß aber nicht, ob das für das ist. So. Ich weiß es doch nicht. Steht da einfach nur, kann platziert werden, oder ich? Ja. Und ich denke mal, weil es in der Wolke war, denke ich schon, oder? Und ich denk's nur. Für mich halt am logischsten. Schatztruhe. Lava Chummy bietet 7 Sekunden Immunität gegen Lava. Ausrüstbar. Lol. Ich nehme das mit. Ich brauche mehr, brauche ich überhaupt gar nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt nützlich sein könnte. 7 Sekunden. Keine Ahnung. Und wie die das auch ausrechnen würden? Das wird mich jetzt auch mal. Wie sollen die denn drauf kommen? Was soll denn das? Ohne Scheiß, ich finde es hier cool zu erkunden. Da kriegst du coole Sachen. Bei diesen Dingen wie Regenbogen? Ja, ja, das ist cool. Ist nicht irgendjemand Neues angezogen oder immer ein paar Apartments bauen wieder, dass wieder ein paar Leute noch einziehen. Ein noch ein Schatz scheinbar. Was? Ja, da ist scheinbar ein Schatz. Nur überflutet jetzt mit Wasser, geil. Mach mal kurz das Gebäude noch zu Ende bauen. Ach, da ist nur so ein Boomerang drin. Und noch einen Spast einziehen, wenn er will. Das sind Standard-Items. Cool. Na, egal. Egal. Unterschiedlich, ob das Standard ist oder manchmal das. Oder manchmal das. Und ich warte. Und ich warte. Komm her. Oh, ich jawohl, Seele des Lichts, wie oft habe ich das jetzt? 13 Mal, ich glaube, wir brauchen 25 Mal oder so. Hab noch ein Apartment jetzt kurz gebaut. Seele des Lichts nochmal. Ja. Man braucht aber trotzdem 25 Stück. Wie viel hast du jetzt insgesamt? 14. Ja, gut. Dann sammle ich Seele der Nacht, dann machst du dir ein Seele des Lichts Ding und ich eins von Seele der Nacht oder so. Noch ein Lebenskristall, nice. Den ich lasse jetzt. Okay. Ja, dann sammel du weiter Seele des Lichts und ich sammle Seele der Nacht. Glaube ich, gute Idee so. Boah, was kann ich jetzt wegschmeißen? Glibber braucht du kein Schwein. Findet man bei ganz normalen Slimes selten. Junge, okay, du schuldest mir aber immer noch ein Lebenskristall. Ja, wenn du kommst, oder wenn du mal stirbst, oder wenn du mal bei mir bist. Okay, hier ist noch ein magischer Spiegel drin. Braucht aber keiner, oder? Lol, da ist warte mal. Ja. Ja, der Gegner an der Stelle. Ja, der ist sehr fair. Wo sind diesen blöde Seelenfresser denn?
Lol, was hat es gedroppt? Oh, doch kein Schwein, Alter. Lol, was ist das für ein Ohr? Das Ohr sieht neu aus. Ah, da hinbauen. Wie viele hast du jetzt gefarmt insgesamt von Seele des Lichts? Ich glaube, ich sau viele davon. Ich habe in meine Chest geguckt, ich habe davon auch noch 3. Ich habe Orichalcum gesehen. Okay, warte mal, wir müssen auf jeden Fall. Ich muss auf jeden Fall jetzt hier mein ganzes Schrott hier fallen lassen. Ich hab noch 3 Stück davon, wie viele hast du denn? Von was? Von Seele des Lichts. Seele des Lichts, wie viel hast du? 3 Stück, oder warte, ich schau mal nach. Ich hab von Seele des Lichts 3 Stück noch. Wie viele hast du? Genug. 14. Ja. Bitte schön. Dann kannst du mir bei Seele der Nacht ein paar geben. Wie fehlen noch, warte. Wie viele hast du denn? Okay, Leute. Was brauche ich noch? Ey, ich kann mir Seele der Nacht machen. Glaube ich. Warte mal, was braucht man nochmal alles dafür? Schau mal kurz nach. Okay, du musst mir aber noch Ding geben. Lebenskristall, los. Ja, warte hier. Hab ich's gegeben? Ja. Warte, ich schau mal nach, ob ich's machen kann. Warte, wo war denn das hier? Ja, ich kann's machen. Man braucht 25 und ich habe 28 davor jetzt. Wie viel braucht man? 25 und ich habe 28. Ja. Du hast ja die ganzen Federn noch und so. Kannst du mir mal kurz shoppen? Ich gebe dir den Rest wieder. Ah, warte. Du hast. Mit was stellt man das jetzt her? Soll ich mal gucken, ob es aber in der Werkbank geht? Nee, ich glaub nicht. Ich hab so ein Sky Mill nicht umsonst. Klappt hier dran. Hier, mach das mal. Nee, geht nicht. Warte, ich google mal. Terraria. Google. Schade, dass dieser Tutorial gar nicht sagt, von wo man die herstellt, wie man die herstellt. Junge, geh mir nicht auf die Eier. Scheiß Steam Browser. Okay, dann haben wir